So. Hoch, runter, rechts, links. Nee, das war andersrum, ne? Ja. Hoch, runter, links, rechts, hoch, runter, rechts, hoch, rechts, runter. Links hoch. Rechts, links, rechts, runter, runter. Links, rechts. Hoch, hoch. Hoch, 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 runter, runter. Okay. Ja, da sind wir wieder bei Dark Souls 2. Und ja, da ich mein Glück kenne, schaffen wir es diesmal wieder nicht. Und ich sage jetzt eins. Ich mache jetzt diesen Part. Ich weiß nicht, ob ich ihn schneiden muss oder nicht. Ich mache jetzt ungefähr so lange, nehme ich auf, bis ich diesen kleinen Mistkerl besiegt habe. Das heißt, das kann auch jetzt ein bisschen dauern. Aber ich schneide es dann vielleicht ein bisschen zusammen, so, also die interessanten Szenen. Na, wir werden sehen. Ich möchte einmal kurz nochmal Jula reisen. Weil so ein umsonsten Essos Lakon, naja, den nehme ich schon gerne. Ich könnte ein bisschen verschlafen noch klingen, weil es. Na gut, früh ist es nicht, aber so lange bin ich noch nicht wach. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen irgendwas geguckt, irgendwelche Filme und sowas, nachdem ich aufgenommen habe. Ja, und jetzt bin ich noch ein bisschen müde. Naja, ich hoffe, das stört nicht allzu Is sehr. that a shard you found? Ja, wir haben eine. Here. Ja, However. komm, das haben wir auch schon 2000 Mal gehört. Es dauert immer lange, bis sich diese Fenster öffnen, oder? So, hier, bitteschön. Ich finde es eigentlich schade, dass es nicht mehr dieses Prinzip mit den Feuerhüterinnen aus Dark Souls gibt. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Aufsteigen können wir ganz sicherlich nicht. Ja, reisen. Dann reisen wir da mal wieder hin. Zu unseren Freunden da. Naja. Da bin ich ja gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis ich diesen bösen Buben getötet habe. Mein Gott, das war ja auch wieder. Dann nimmt er mich hoch, wirbelt mich, dann dreht er sich um und knüppelt mir voll eine mit seinem fetten Streitkolben rein. Das fand ich richtig fies von dem. Das tut doch weh, sowas. Das muss er doch wissen. Da kommt man ja auch nicht. Das ist so nah und man muss doch so weit. Ja, ich nehme jetzt erstmal das Feuerschwert. Weil das nachher beim Boss dann nicht so viel Schaden macht. Ja, und dann spare ich mir das Dingsschwert da lieber für. Na, hier, weg mit euch. Es geht ja mittlerweile relativ gut, also die sind ja nicht wirklich schwer. Und ich glaube, wenn wir jedes Mal beim Boss auch wieder unsere Seelen wieder kriegen, dann wird das einiges an Dings geben. Also ich glaube, da werden wir einige Seelen kriegen. So. Naja. Da war keiner, ne? Ne, das habe ich mir beim ersten Mal nur eingebildet. Na, ich mit dir. Na, dat, dat, dat. Ich mit dir. Oh, und da vorne ist ja gleich schon der erste Wichser da, ne? Mit seinen Riesenfäusten. Oh Gott, ich habe da jetzt schon keine Lust drauf, gleich wieder. Da. Na, weg mit euch. Jetzt ist da ja nur noch einer. Hallo. Zack, zack. Okay. Zu dem gehe ich gar nicht erst hin. So, wie machen wir es jetzt am besten? Ich kann auch direkt hier lang gehen, oder? Diese Typen hier überall machen irgendwie sehr gerne Blutungsschaden, habe ich das Gefühl. Ach, wir hätten ja auch mal nach den Waffen, die wir alle gekriegt haben, gucken können. Sind ja doch einige.
Ja, nee. Was war das denn jetzt schon wieder? Was war das denn jetzt gerade? Och, du Scheiße, ey. Geh weg. Verschwinde. Sich gleich wieder verpissen. Ah, wie fies stehst du denn hier? Ich hab doch geblockt. Komm her jetzt hier. Alter, der lebt ja noch. Ja, tut mir leid, da muss ich jetzt aber hier ein Estus Flakon reinziehen. So. Kommt mal her. Ey, du mit deinen... Ich hab Angst mit dem Feuerschwert jetzt. Ich blocke. Hallo. Boah, geh mir die auf den Piss, ey. Nein. Nein, weg. Okay. Einfach rein ins Haus. Einfach. Wieso ist das jetzt wieder explodiert? Ja, geil. Die anderen Seelen sind jetzt alle weg. Ich verstehe es nicht. Warum ist es jetzt gerade explodiert? Was ist das mit den... Ach, wahrscheinlich... Jetzt verstehe ich das. Die werfen Schwarzpulver auf mich und es haftet dann an mir. Oh, ist das fies, ey. Das ist ja so fies. Ja, aber ist in Ordnung. Wir schaffen das. Irgendwann schaffen wir das. Ah, hier weg mit dir. Weiter geht's. Ah, weg mit dir. Gut, hier, da ein Gegenstand. Hier ein Gegenstand. Ah, du mit deinem scheiß Schwarzpulver da, ey. Du gehst mir so auf den Piss, ey. Meine Fresse. So, und jetzt gucke ich mal, was mit den anderen Waffen so ist. Was haben wir denn alles gekriegt? Ist hier irgendwas, was besser ist? Ah, hier unten sind doch schon einige nett aussehende Waffen. Halt die, aber die können wir noch nicht tragen. Die ist auch noch sehr gut. Oh, da brauchen wir noch mehr. Das wäre so eine... Ah, das wäre eine Waffe, die wir gut benutzen könnten. Bräuchten wir noch 2 Level, glaube ich. Oder 3, 4 Level... Alter, wiegt das Ding viel. 16! Alter Finne. Das dauert aber noch, bis wir das Ding tragen können. Und sonst so irgendwas Schönes hier? Nee, ne? Höchstens die Hellebarde noch, aber da sieht die doch deutlich schöner aus. 170? 175 macht die sogar. Da sollten wir doch lieber auf die Hellebarde hier sparen, oder? Wobei die hier aber mit B skaliert, die wird mehr Schaden machen. Die mit B und die mit C, okay. Also nehmen wir doch lieber die da unten. Okay, gucken wir noch nach einem besseren Schild, ob wir hier eins haben. Okay. Ach nee, das können wir noch nicht tragen, das war ja das Schild. Ja, okay, also besseres Schild ist hier noch nicht, wirklich. Okay. Gehen wir weiter. Ah, so, hier weg mit dem
Boah, ist das fies. Das links, der bricht weg. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war mir auch neu. Nein, er hat mich erwischt mit seinem Dings. Er hat mich mit seinen Dings erwischt. Nein. Kriege ich der Schwarzpulver auch irgendwie wieder weg? Oh, das war jetzt auch wieder richtig dämlich. Komm mal her. Komm mal her. Los, komm her. So, perfekt. Ich gehe mal einmal hier ins Wasser. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht ist das Schwarzpulver jetzt weg. Jetzt bin ich auf jeden Fall nass. Doch, das könnte sogar klappen. So, weg mit euch. Okay, da reicht auch ein Lebensstein. Aua. Arschloch. Da steht doch auch noch einer, oder? Nee, diesmal steht da gar keiner. Okay. Okay, okay, okay. Heck! Blocken. Komm her. Weg, blocken. Komm, schlag mich. Was? Siehste, da habe ich wieder jetzt nicht gewusst, dass sie noch lebt. Das ist ein richtiger Scheißtode wieder hier. So. Ja, nee. Du Arschloch, ey. Was ist denn das wieder für ein Wichser, ey? Okay. Aha, wen haben wir denn hier? Komischen Bogenschützen, ey. Nach der Rüstung gucken wir gleich. Och nee. Wir könnten hier einfach runterspringen. Dann dürften wir theoretisch auch zum Schiff kommen. Ja. Da unten ist so ein Wichser, oder? Ja, da unten ist so ein Wichser. Da ist auch so ein Wichser drin. Okay, also gegen mindestens zwei von denen müssen wir kämpfen. Heißt, Fackel. Halt, da sind zwei drin. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Okay, warte. Okay, jetzt mache ich ihn Angst. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Zack. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich habe sie besiegt. Okay. Das war gut. Das war sogar sehr gut. Das war keiner mehr drin, oder? Nee. Scheiße, jetzt muss ich auch noch auf Klo. Oh nein. Oh, komm mal her.
Alter, finde, das wäre es jetzt wieder gewesen. Zack, okay. Der ist mir egal. Okay, auf zum Schiff. Auf zum Schiff. Jetzt geht's los. Okay, jetzt hier einfach links schnell wieder hochgeflitzt. Perfekt. Genau so wollte ich das machen. Nein! Blocken. Du Arschloch! Ich wusste es! Echt keine Nerven mehr. Ich habe echt gar keine Nerven mehr da drauf. Oh Mann, ich will da nicht nochmal lang. Oh Mann, ey. So. Kurz was gucken. Ja, ist besser. Wiegt aber auch 20 mal mehr. Da haben wir nichts Besseres. Der ist besser. Na komm, wir sind so oder so über die 50% drüber. Sollte. Okay. Wir versuchen jetzt unter die 50% zu kommen. Wobei wir da trotzdem noch möglichst geschützt sein wollen. Okay, uns fehlt noch. Ah, scheiße. Okay, die brauchen wir aber beide unbedingt, die Ringe. Okay, die machen keinen Unterschied. Die Dinger wiegen auch nichts. Ja, ich glaube, ich pack. Okay, das packe ich dann erstmal nochmal weg. Das hole ich dann später erst raus. Okay. Jetzt haben wir keine Fat Roll mehr. Beziehungsweise so Fat Roll war das ja auch gar nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, weg mit dir. Jetzt hier rüber. Perfekt. Oh, Arschloch, ey. Weil wir kamen ja auch, als wir gegen den Boss gekämpft haben, kamen wir ja nicht schnell genug daran. Also an den Boss kamen wir nicht schnell genug ran. Also nicht wieder weg, meine ich. Ja, so war das. Wir kamen nicht schnell genug wieder weg. Als er uns hochgehoben hat, ja. Der fiesen, mit dem fiesen Angriff da. Ja, zu spät, ey. Zieh deinen Dolch lieber vorher. Ah, komm runter. Hör bloß auf, deine Dinger da zu werfen. Ich bin schon wieder tot. Mann! Ich habe echt keine Geduld mehr. Ich habe jetzt sowieso keine Seelen gerade zu verlieren. Ich renne jetzt einfach mal durch. Ja. Ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren jetzt an Seelen.
ganzen Abertausenden von Seelen sowieso alle weg. Will ich echt nicht wissen, wie viele Seelen ich jetzt schon verloren habe. Ah, wo haben wir denn unser Falkion? Da. Ja, wir rennen jetzt einfach mal durch. Mal gucken, was passiert. Gut, gegen ein paar kämpfen wir dann doch noch. Da! Das meine ich! Was ist denn da jetzt schon wieder passiert gerade? Wie konnte er uns denn wieder so viel abziehen? Na gut, wir rennen doch nicht durch. Nach der Szene hier haben wir sowieso nicht mehr so viel. Ah. Komm her. Perfekt. Nein, du lebst noch. Alter Finne. Gut, packe ich jetzt schnell wieder das Flammenschwert rein. So weit ist es ja nicht. So, perfekt. Ach ja, die Stelle hier, die ist ja auch nicht gerade so schön. Aua. Hä? Warum kommt die denn jetzt da runtergesprungen? Was ist das jetzt schon wieder gewesen? Wieso funktionieren die jetzt alle auf einmal komplett anders, die ganzen Gegner? Ja, das Video muss ich auf jeden Fall zusammenschneiden. Wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Mein Gott. So, gut, gehen wir wieder. Richtig. Sanft vor. Ja, okay. Wir gehen jetzt wieder so vor, dass man ja, Schritt für Schritt jetzt wieder. An denen können wir... Dich habe ich vergessen, Entschuldigung. Hallo, dich anvisiert. Dankeschön. Dankeschön. In das Gebäude gehen wir gar nicht erst rein. Das ist nur Verschwendung. Aua. Arschloch. So, Feuerpfeile. Dankeschön. Ja, jetzt kommt wieder die Scheißstelle hier. Komm mal her. Dich kann ich auch hier so besiegen, ohne dass die anderen kommen. Gut, brav. Du bist einfach, du kannst nichts, weil du immer zurückweichen musst. Staggerst dich selber. Und den darf ich nicht zu nah rangehen, weil der kommt nämlich jetzt gerade schon wieder. Aber gut, dass das Licht da ist. Verschwinde, du scheiß Hund, ey. Mein Gott, der Hund geht mir auch richtig auf den Geist, ey. Ja, pass auf hier. Ernsthaft? Nein! Jetzt habe ich den getriggert, ey. So, kommt jetzt der hinter mir oder kommt der nicht?
Ja, geil, den erwische ich jetzt natürlich nicht mehr. Ernsthaft. Ich verstehe das Prinzip von den Pfeilen jetzt gerade überhaupt nicht. Wo ist er denn jetzt? Er ist da runtergefallen. So, Arschloch. Hier sind jetzt schon mal keine mehr, die mir irgendwie mit Pfeilen den Arsch aufreißen können. So, komm her. Komm, schlag mich einmal. Brav. Nein, ihr Arschlöcher. Schon wieder. Ich krieg die Krise. Gut, okay. Okay, okay, okay. Alles sieht noch gut aus. Den töte ich noch. Ah, wusste ich doch, dass du da runterspringst, ey. So, Arschloch. Irgendwas gedroppt? Nee, natürlich nicht. Nicht mal das kannst du. So. Wir benutzen jetzt ein Menschenbild. Und einen Lebensstein. So. Und schon haben wir wieder volles Leben. So, perfekt. So, die beiden Arschlöcher haben wir jetzt ja schon getötet. Wisst ihr was? Ja. So, haben wir das auch mal gemacht. Ich rufe mir jetzt einfach den Kerl hier. Ja, hallo? Wie kann ich mich verbeugen? Verbeugen, verbeugen. Hallo. Na dann, komm mal her hier. Kommst du? Kommst du, hallo? Komm her, durch. Okay, komm mal her. Und jetzt holen wir es nach dem Kerl hier unten. Die beiden. Ach, ich hole mir lieber eine Fackel. Das ist eine Fackel. Sehr schön.
Hups, mal kurz. Mal kurz. Perfekt. Ja, meine Dings wieder rausholen. Achso, ja, den noch da. Den kriegt er, glaube ich, auch alleine. Okay, jetzt hier wieder raus. Komm, bitte, hilf mir jetzt einfach hier so. Pass mal auf, jetzt zeige ich dir ein paar Obertricks. Ah, hier. Obertricks vom Oberpro. Und jetzt geht's los. Komm her. Okay. Pass mal auf, jetzt rennen wir kurz hier hoch. So, den haben wir erwischt. Jetzt killen wir noch die anderen da hinten, die jetzt kommen. Pass auf. Pass auf. Perfekt, Alter. Dream Team. Killen wir noch den Kerl da oben. So. Und jetzt geht's hier runter, würde ich mal sagen. Yeah. Okay. Jetzt geht's los. Bereit? Go! Aua. Heil dich. Aua. Nein. Okay, wir schaffen ihn aber diesmal. Ja, den... Also, zu zweit schaffen wir den. Naja, das war jetzt ein bisschen Ultra-Noob, aber... Ich habe keine Lust mehr auf das Gebiet. Okay, nicht gierig werden. Das ist die... goldene Regel von Dark Souls. Niemals gierig sein! Verbeugen. Dankeschön. Ja... So, okay. Finde ich ja ganz nett und so. Und was kommt jetzt hier? Will ich wissen, was jetzt hier kommt? Will ich es wissen? Okay. Das sieht interessant aus. Aber die Kiste sieht interessanter aus. Boah, wenn das jetzt eine Mimik gewesen wäre. Oh. Oh, Pyromantie. Sehr nice. So, und was das Ding macht, sehen wir im nächsten Part. Das muss ich nämlich doch nicht schneiden. Ja, okay. Also, was das macht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.